Patrick Redl Werli, Redl als Künstlername. Und arbeite bei diesem Projekt, wie bei vielen anderen Projekten auch, mit dem Alex Kohl zusammen. Und zusammen sind wir das Real Color, Redl Alex. Und ja, wir arbeiten seit mehreren Dekaden im urbanen Kunstbereich, im öffentlichen Raum, viele Wandgestaltungen, aber auch Bilder auf Leinwand oder 3D-Bodenpaintings. Der Prozess von so einem Gebilde ist relativ komplex, weil es nicht wie ein Wandbild direkt an die Wand gemacht wird, sondern auf den Boden. Und bei so einem Boden-3D-Painting, die ganze Point of View, also die optische Täuschung, funktioniert nur aus einem Punkt. Das heisst, man muss vor Ort schauen und ein Raster ausmessen, damit man weiss, wie gross kann das Bild werden, von wo kommt das Licht, wo gibt es Reflexion und wo soll das Loch dann entstehen. Das heisst, es ist schon sehr viel Recherchearbeit vor dem Bild zu machen und dann die ganze Entwurfsarbeit. Das ist nicht nur kreativ, sondern auch ein Stück weit mathematisch, weil man mit einem Raster muss arbeiten und einem Verzug. Das ist eine relativ komplexe Sache, sage ich jetzt mal. Und ja, dann tut man Stück für Stück malen, wenn man mal alles konzipiert hat und alles entworfen hat. Dann ist es sozusagen Knochenarbeit, die man Schritt für Schritt muss erledigen muss. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum machen wir so eine Awareness-Kampagne hier im Zürcher Hauptbahnhof? Ein Bewusstsein und eine Verhaltensänderung von uns allen hat einen riesengroßen Effekt. Darum gibt es den Weltwassertag und darum gibt es die Awareness-Kampagne. Robeco in der Schweiz ist ein Pionier im Bereich nachhaltige Geldanlagen. Vom ersten Tag weg ist es für uns wichtig, Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Und das ist der Grund, warum ausgerechnet wir, Robeco, heute hier am Zürcher Hauptbahnhof stehen. Die zentrale Botschaft vom Weltwassertag 2022 ist der Grundwasserschutz. Ohne den nachhaltigen Grundwasserschutz werden wir nicht in der Lage sein, die Herausforderungen vom Klimawandel zu meistern, Biodiversität erhalten und den Planeten in einer lebenswerten Form an die zukünftigen Generationen weitergeben.